Und damit hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des Moorwind Let's Plays. Ja, mittlerweile tatsächlich die 60. Folge, während hier einfach mal man hier fast raushüpfen kann aus der Mauer, wie auch immer sie so komisch gebaut haben. Damit ist Moorwind aktuell tatsächlich das längste Let's Play. Und die 60. Folge ist eigentlich nichts Besonderes, die guckt wahrscheinlich eh keiner. Die 100 wäre was Besonderes, aber für mich ist auch die 60 was Besonderes. Einfach nur, weil es eine runde Zahl ist. Und dass das erste Let's Play dann ist, was ich 2 Monate lang spiele, weil 60 Folgen sind, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde rausbringe, 2 Monate. Und wir gerade dabei waren, dass wir den Seelendonner geholt haben, den wir benötigen, um Dargoth Ur zu besiegen. Und jetzt als nächstes die Seelenklinge holen wollen. Und um dort, bevor ich dort reingehe, wollte ich einmal rausgehen und alles verkaufen und reparieren. Was wahrscheinlich etwas Zeit benötigt, aber das ist zumindest der Plan. Und wir waren gerade also jetzt dabei, uns rauszukämpfen. Leiche beseitigen, Leiche beseitigen. Und müssen da lang. Und wir haben diesen langen Weg vor uns. Hier noch einmal so rum und dahin. Also ein gutes Stückchen zu laufen, bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Weil durch die Mauer hier kommt man ja nicht durch. Die ist ja absichtlich starr. Ja. Wir müssen da lang, richtig? Lokal. Ja. Da unten ist... Okay, sind ein paar mehr. Ich brauche diese Axt. Weil er nimmt ja nur Magieschaden. Und ich glaube übrigens bei den Äxten, dass es nur relevant ist, dass die Magieschaden macht und dann mache ich schon den normalen Schaden. Also ich muss nicht zwangsweise Magieschaden an dem Mob machen. Es muss nur eine magische Axt sein, damit sie Schaden macht. Weil das wird nämlich erklären, warum diese Axt funktioniert. Weil die macht nämlich nur 10% Festigung auf mich, 10 Punkte Angriffsfestigung auf mich selber. Und das würde eigentlich bedeuten, dass ich gar keinen Magieschaden mache. Und Mobs, die immun gegen normale Angriffe sind, dürfen dann nichts bekommen. Aber sie bekommen ja trotzdem was von dieser Waffe. Also liegt meine Vermutung nahe, dass eine Waffe Schaden an einen Magiegegner macht, sobald sie einen magischen Effekt hat. Brauchen kurz noch einen Heiltrank. Also das habe ich jetzt erst nach 60 Folgen rausgefunden. Beziehungsweise rausgefunden habe ich es schon länger, aber die Vermutung, dass wie die Mechanik dahinter funktioniert, die ist mir erst jetzt gerade eben klar geworden, als ich irgendwie etwas drüber nachgedacht habe. So, wir räumen hier wieder alle Leichen weg, damit sie nachher wieder da sind und uns hier nochmal lang kämpfen müssen. Auch wenn wir... Naja, Cap passt noch. Ich trinke... Oder nee, wir nehmen mal... diesen Heilring, den da. Nehmen die paar Heildinger mit. Haben wir nicht noch einen gehabt? Nee, noch einen haben wir nicht. Okay. Hier hatten wir auch schon mal die Erklärung gelesen. Was eine Korpusbestie ist, ich habe mir die aber nicht mehr gemerkt. Also das waren irgendwelche vorher Menschen, die zu schwach waren für irgendwas und deswegen wurden sie in diese Korpusbestien verwandelt. Aber schlagt mich mal, ich weiß nicht mehr, wie die genaue Story war. Oh. Hier beseitigen. Diese Waffe hat keine Wirkung. Ich ziehe wieder diese Waffe an. Der hat sogar den Feuer dort gekriegt, deswegen ist er so hart runtergetickt. Ja, bei der Waffe ist nicht die Ladung ausgegangen, deswegen macht sie aber immer noch genug Schaden. Deswegen hau ich kurz die Mobs hier um. Blocken wurde auf 99 verbessert. Auch nur nach einem Punkt, dann sind wir bei Blocken gemaxt. Aber wir sind halt auch schon am Ende des Spiels. Deswegen darf das mal passieren. Ihr seht jetzt hier noch einen Punkt auf Blocken, dann ist der gemaxt. Schmied, wie gesagt, kriegen wir nicht höher. Das wird auf diesem Wert bleiben. Die Dinger können wir kurz wegwerfen. Ziehen diese Waffe wieder an.
Und bei den Rest, der hier unten steht, da schaue ich mal, ob ich das noch maxe. Wahrscheinlich, aber nicht jetzt sofort. Ist das der richtige Weg? Das ist der richtige Weg. Runter zur Pforte. Das ist auch, glaube ich, keine gute Idee, hier andauernd zu springen. Aber ich mach's trotzdem mal. So. Komm nicht an ihn ran. Jetzt. Wir räumen wieder alle Leichen weg. Einfach nur, weil wir es können. Und das Tor ist offen? Nein, es ist nicht offen. Steht was davor? Ne, steht auch nichts davor. Ach, das ist dieser Knopf, der hier ist. Alles klar. Wenn ich den Knopf drücke, geht das Tor hier auf. Das geht dann auch irgendwann wieder zu. Aber die genauen Zeitübergänge habe ich zum letzten Mal schon nicht verstanden. Wir sollten aber vielleicht kurz aufpassen, dass hier nichts durchkommt. Okay, es ist schon wieder am Zugehen. Demzufolge haben wir das geschafft. Geht das andere auch wieder zu? Ja, also es dauert einfach nur seine Zeit, bis es zugeht. Also auf eine verdammt lange Zeit, da kommt man auch locker durch. Nicht mich einsteinen, nein! Versteinern meine ich einsteinen? Okay, er wollte mich einsteinen, falls jemand fragt, was es ist. Ich weiß es nicht. Gleich beseitigen. Ja, jetzt ist es, glaube ich, hier einfach nur den Weg folgen. Ja, wir klopfen logischerweise auf dem Weg wieder alle Mobs um, weil wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Auch wenn es eigentlich schon gar nichts mehr bringt, die Mobs zu kloppen. Also eigentlich wäre ein Vorbeilaufen sinnvoller, aber ich habe keine Ahnung, ob die so wie bei WoW irgendwann resetten. Weil man genug davon... weil man weit genug weggelaufen ist, bin ich überfragt. So heilen tue ich mich jetzt absichtlich nicht mehr, weil wir sind low. Wir treffen keine starken Mobs mehr, bis wir jetzt zurück sind. Und das, was wir an. Was uns an Leben fehlt, können wir dann durch Schlafen wegmachen. Weil wir schlafen müssen so oder so. Und ich habe gerade geguckt, unser Level up 6 von 10 sind wir. Das heißt, das nächste Level ist noch ein Stückchen hin. Leiche beseitigen und auch hier Leiche beseitigen. Jetzt haben wir keine schöne Musik mehr. Doch, da ist sie. Ja, du. Ach, Manno. Du blöde Ratte, wegen dir ist die Musik ausgegangen. Was haben wir andere? Oh, da ist noch einer. Ja gut, hoffen wir, dass nach diesem Mob wieder gute Musik kommt. Und auch kein weiterer Mob. Übrigens ist noch ein Vogel. Vogel. Greift schon wieder irgendwas an. Die Musik hat sich schon wieder geändert. Aua. Ach, ein Vogel. Ich bin immer... Ich weiß nicht warum. Kein Mensch, der dauernd nach oben schaut. Ist nicht sich so mein Stil. Und da die Mobs mich hier auch nicht instant töten, schaue ich echt nicht so oft so krass nach oben. Aua. Arsch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt tut es nicht mehr weh beim Springen. Keine Ahnung, was das gerade war. Und da hinten haben wir auch schon die Festung irgendwas. Und wenn da hinten die Festung ist, dann geht's hier unten nach Altruhen. Er kennt einfach gar nichts. Die Fernsicht ist so low eingestellt. Also sie ist aufs Maximum, aber höher geht sie nicht. So,
So, und jetzt reisen wir nach Balmorra, weil das der schnellste und sinnvollste Weg ist, ja. Hallo. Reisen nach Balmorra. Und in Balmorra, wir reppen hier noch nicht. Das machen wir erst gleich. Fallen wir hier nochmal runter. Gehen wir erstmal zur Alchemistin. Schauen wir mal, was die alles annimmt. Weil wir haben ja ein bisschen Loot dabei, der jetzt vielleicht nicht unbedingt der Standard-Loot ist. Und wieder eine neue Ecke gelaufen. Ich bin auf jeden Fall noch nie so rum um dieses Haus gelaufen. Das ist die Alchemistin, ja. Und zwar geht es... Ich bin neugierig. Bitte sprecht mit mir. Ja, mache ich. Was sie hiervon alles nimmt. So wie es aussieht, alles. Das auch. Nett. Warum bin ich früher nicht an diese Geldquelle gekommen? Geldquelle, mein Gott. Jetzt brauchen wir noch exklusive Dinger. Da, Tränker, Tränke, Tränker, Tränke. Meine Güte. Von diesen... Wie heißen die? Trank der Kraft bräuchte ich nur einen. Der würde schon reichen. Wo ist denn der versteckt? Da, Trank der Kraft. Anbieten. Dann kriegen wir 2000. Und füllen jetzt ganz kurz die exklusiven Genesungstränke auf. Die hier. Auf wieder 50. Wie ihr das von mir schon kennt. Genesungstrank so 50. 48, jetzt sind es 50. So, jetzt gehen wir. Bevor wir hier in Balmorra alles verkaufen und reppen. Wir müssen ja so oder so reppen. Gehen wir einmal nach Dingens runter. Nimmt sie diese Münze an? Wäre auch noch interessant, ob sie die Münze annimmt. Ich bin neugierig. Bitte sprecht mit mir. Nein, die Münze will sie nicht. Mal schauen, wer die Münze denn überhaupt nimmt. Könnte ja tatsächlich dann ein Problem werden, dass überhaupt jemand mir die Münzen da abnimmt. Könnten diese Händlerinnen hier gleich noch probieren? Weiß ich, wir wollten den Balmorra nicht verkaufen, aber... wenn es darum geht, Sachen zu verkaufen, sie nimmt das. Aber sie zahlt nicht voll. Ach, scheiß drauf, komm hier. 700. Nimm, nimm. Hier geht, zu den drei Händlern gehen wir gleich. Erst nach Ebenherz und dort wollen wir hier dieses tretraische Tantro verkaufen. Und dort auch gleich alles reparieren, weil wenn wir dort dann Glück haben, kriegen wir unser komplettes Rep-Gold wieder. Weil wir ja... Ah, ihr seht gleich die Mechanik, wenn wir dort sind. Da versteht ihr, was wir ich meine. Euch einen besonderen Ausflug zum gleichen Niedrig- Kann ich euch gleich zeigen, wie ihr das mal machen könnt, wenn ihr rappen wollt gegen ein Gold, gegen einen Wert. Von einem wenn ihr einen sehr wertvollen Gegenstand habt und ihr wollt rappen und ihr wollt den NPCs dazu bringen, dass er euch euer Rap-Gold wiedergibt. So, hier in Ebenherz, wo diese komische, coole Drachenstatue rumsteht, die für damalige Zeit gut aussah. Heute würde man denken so, ach du Scheiße. Erinnert mich auch immer an Horizons, diese Drachenstatue. Ich weiß nicht warum. Ich grüße euch. Worüber? So, hier, dieser Vendor. Und zwar, wenn man jetzt... Hier haben wir jetzt ja hier ungefähr... Das seht ihr, was ich alles reparieren könnte. Das ist da recht viel. Wenn ich jetzt vorher auf Handeln klicke, dann steht hier sein Goldwert da. 3500. Wenn ich vorher nicht auf Handeln klicke, geht das Geld einfach flöten. Und jetzt repariere ich meinen ganzen Loot. Drücke wieder auf Handeln und ihr seht, er hat 4300 Gold. Das ist der Trick. Und jetzt habe ich effektiv für 700 Gold gerappt und kriege das durch das Item seine kompletten 3500 Gold und die 700 für das Handeln. Also nur für die, die das nie verstanden haben, warum ich das so komisch mache. Was mich interessieren würde, der hat zwar kein Gold mehr, würde er das annehmen? Nein, das würde er nicht annehmen. Okay. Gut, das heißt, wir müssen für die Dinger auch noch Leute finden, die ankaufen. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück nach Balmorra. Weil hier ist, glaube ich, kein wertvoller Händler wieder weiter in dieser Bleibt Stadt. In Bewegung. Und wenn, dann habe ich es verdrängt oder mir nicht gemerkt oder ich habe noch nie einen gesehen. Aber ich habe auch nicht alle angequatscht. So wie immer, ich quatsche halt nicht alle NPCs an. Warum auch? Viel zu viel Arbeit nach Vive. Es tut so gut, euch zu sehen. Ja, es tut auch gut, dich zu sehen. Nach Balmorra. So, jetzt muss ich erstmal schauen, was haben wir überhaupt noch an wertvollen Loot, den ich jetzt hier an die einzelnen Leute verticken kann. Ich weiß, dass der hier hinten
Der ist der das meiste Gold hier noch hat. Der hat, glaube ich, 2000. Ich glaube, ich habe gar keinen Loot sagen, mehr für ihn. Ich finde euch recht interessant. Sprecht weiter. Schön, dass du mich interessant findest. Nimmt er das? Nimmt er alles nicht. Weil er das nehmen und das. Das ist klar. Also das ist ja nicht viel wert. Die Äxte wollte ich behalten. Würdest du das nehmen? Nein. Das nimmt eh keiner von den beiden. Gut, dann bieten wir ihn das mal an. Das Vergnügen ist ganz... Gehen mal kurz hier hin. Was nimmst du alles an? Handeln. Der hat ja 1500. Er würde das nicht annehmen. Nimmst du das an? Auch nicht. Warum habe ich das mitgenommen, wenn ich keinen Händler dafür habe? Ich habe hier Loot im Wert von 2, 4, 6, 8.000, 10.000 Gold. Und hier nochmal, auch nochmal 8.000. Aber ich weiß nicht, wer das ankauft. Bin da ja recht ideenlos. Also machen wir es wie immer. Wir legen es bei uns in die Hütte. Aber wenn es keiner ankauft, dann kauft es halt keiner an. Wir haben jetzt ja keinen massiven Goldmangel. Wir haben 18.000 Gold. Das ist 18.000? Ja. Wir könnten uns eigentlich sogar darum kümmern, dass wir eins von diesen Werten noch maxen. Athletik, Akrobatik und so weiter. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. So, haben wir davon nicht schon massig irgendwo hingelegt? Keine Ahnung. Wir legen die mal hier auf diesen Tisch. Diese Teile, sehe ich das irgendwo? Nee. Ich habe bestimmt irgendwo mal einen Händler gefunden, der mir das angekauft hat. Irgendeinen Grund wird es geben, warum ich davon nicht schon mehr... Oder ich habe die damals liegen lassen, weil sie mir nicht wertvoll genug waren. Ich weiß es nicht. So, das andere, das hier, legen wir hier hin. Vielleicht finden wir dafür irgendwann jemanden, der das haben will. Und das hier hätte ich noch verkaufen können. Genau. Diese drei Dinge. Den Seelenstein, wie immer, ich weiß nicht, wer Seelensteine ankauft. Auch nicht so wichtig. Jetzt gehen wir noch einmal schlafen, bis wir geheilt sind. Sind auch nie angegriffen worden. Gehen jetzt ganz kurz noch gibt die es etwas, das ich für euch tun kann? Tränke verkaufen. Der Segnungen 3 wünsche ich euch, Sera. Das letzte Mal wurde ich hier von NPCs angesprochen und die haben zu mir gesagt, in Folge 50, da hat mich dann jemand drauf angesprochen in den Kommentaren, was ich sehr lustig fand. Und so habe ich da gesagt, warum bin ich denn bei allen so beliebt? Geht mir mal nicht alle auf den Sack. Und ich musste, als ich den Kommentar gelesen hatte, und ich dann begriffen habe, dass ich damit gemeint bin, doch sehr lachen, weil, ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine Standardaussage, aber okay. Chamäleon 20%, das braucht kein Schwein. Das brauche ich auch nicht. Sie hat übrigens ihr Gold resettet. Den Rest behalten wir, oder? Magie wiederherstellen, Intelligenz wiederherstellen. Magie wiederherstellen? Achso, Mana-Trank. Konstitution, Schnelligkeit, Glück. Magie festigen. Ja, den Rest behalten wir. Und da machen wir uns auch schon auf den Weg wieder. Nun, was führt in das nächste Loch. Also... Für die Karte jetzt ganz kurz, damit ihr wisst, wo ich hin will. Ich will jetzt nach Ordosal. Ordosal kommen wir jetzt, wenn wir von hier unten durch die Geistertür reingehen. Müssen wir jetzt hier einmal außenrum rumrennen. Und ich hoffe hier so lang. Das wird falsch sein. Ne, wir müssen hier ganz außen lang. Hier so rum. Und dann hüpfen wir am besten, wenn wir hier sind, hüpfen wir runter oder so. Oder wir gehen einfach direkt zu Dagoth Ur. Auf jeden Fall müssen wir als nächstes dahin. Das letzte Mal waren wir hier. Hier ging es nicht hoch. Hier ging es auch nicht hoch. Und hier unten geht es nicht lang. Demzufolge werden wir wieder hier lang gehen und hier außen rum. Und dann werde ich mal schauen, wie wir am besten dahin kommen. Und vor allen Dingen auch, wie wir davon wieder zurückkommen wollen. Das wird die viel interessantere Frage. Ich weiß auch nicht, wie lange wir jetzt dafür brauchen werden. Ich kann euch auch schon mal so viel sagen. Hier liegt ein Euro auf meinem Tisch. Warum liegt hier ein Euro? Ach nein, das ist kein Euro. Das sind nur 20 Cent. Ich kann schon mal so viel sagen, dass ich jetzt nur noch diese Folge aufnehme und dann mache ich wieder bei Morrowind eine Aufnahmepause. Wo wollt ihr hin? Und heute ist bei mir eingeplant WC3, die kompletten 3,5 Stunden für eine Wir Woche aufnehmen. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen Preis. Es ist wieder einmal... Nee, wir sind falsch gereist. Ich bin so gewohnt, nach Ebenherz zu reisen, dass ich beim Quatschen es verkacke. Nach Balmora und dann nach Altruhn. Genau, ist aber richtig. Für mich ist Freitag. Freitag nehme ich gerne immer sehr viel auf. Also meistens so 3 Stunden, 3,5. Heute wären es 4,5 Stunden.
Und am Sonntag, Samstag mache ich immer den Livestream und am Sonntag nehme ich eigentlich mit den Rest auf, den ich heute nicht geschafft habe, also am Freitag. So ist mein Wochenende dann verplant und es ist keine Zeit mehr für Frauen, aber es ist halt dann so. Und manchmal schaffe ich auch am Sonntag nicht alles, aber ich weiß, dass ich halt immer bei Morwein manchmal Motivation brauche, weil es doch sehr langwierig ist, dieses Spiel. Nicht langweilig, aber es hat nicht diesen... Es fesselt zwar weiter zu spielen, aber... Ach, ich kann das nicht erklären. Manchmal habe ich einfach keinen Reiz, das im Let's Play zu spielen, aber aktuell geht's, weil ich immer nur eine Stunde spiele. Auf jeden Fall, bei WC3 schaffe ich es gerne mal, die kompletten 3,5 Stunden am Stück durchzuziehen. Keine Ahnung warum. Bei Morwein kriege ich das nicht hin. Wir haben vergessen, eine Axt mitzunehmen. Das war nicht so clever. Das war jetzt auch kein Beinbruch. Uppa. Aber bei Morwein habe ich es trotzdem geschafft, das Ziel, was ich eigentlich erreichen wollte mit dem Let's Play-Kanal, dass ich die Spiele durchspiele, weil ich immer noch dran bin. Das war das einzige Ziel am Anfang. Und ja. Ich bin bei Morwind auch noch dabei, dass ich sage, ich will danach, nachdem ich hiermit durch bin, die beiden Add-ons, Bloodborne und Tribunal, durchspielen. Wo ich mir zwar noch kundig machen muss, wo die starten und ich weiß auch nicht, wie lang die sind. Aber ich die direkt im Anschluss halt spielen werde. Ich hätte in einer letzten Folge schon erklärt, für mich ist es halt so ein Add-on, spiele ich einfach mit dem Savegame weiter. Ich fange bei einem Add-on nicht von vorne an. Demzufolge ist es so, dass ich einfach dann schon stark bin und fast gemaxt. Aber ich habe keine Lust, Bloodborne mit einem frischen Dingens anzufangen, weil ich habe eigentlich... Also mein Charakter gefällt mir, ich habe Bock auf den. Demzufolge, warum soll ich neu anfangen? Und dann geht es zwar nur noch um die Story, es wird nicht mehr sonderlich schwer werden, aber es ist dann halt einfach so, da müsst ihr mit leben. Ich finde, dass das hier keine Wache steht, ne? Warum liegt hier eine Leiche, die keiner mitgenommen hat? Wahrscheinlich, weil ich keinen Bock hatte, den Loot mitzunehmen. Komm, mach die Tore wieder zu, solange passe ich hier auf, dass hier nichts Schlimmes durchkommt. Alles klar, das erste Tor ist zu, wir können gehen. Wenn jetzt noch was Großes kommen würde, werde ich es mitbekommen. Das zweite Tor ist auch schon zu. Diesmal müssen wir aufpassen, wo ich auslogge. Dass ich vielleicht an der Stelle auslogge, wo nicht, wenn ich das Savegame lade, wieder 20.000 Mobs sind. Wie der letzten Folge. Wo ich direkt nach dem Laden erstmal unterbrochen wurde. Und was ich mitbekommen habe, dass die Let's-Vorlesen-Folgen doch ganz gut angekommen sind. Also ich habe keinen gehabt, der sich darüber beschwert hat bis jetzt. Wenn, dann kam die Beschwerde jetzt, während ich aufnehme. Ansonsten waren die eigentlich ganz gut angekommen. Von eurer Seite aus. Es gab keine schlimmeren Beschwerden. Bin ich jetzt hier an den Mobs vorbeigerannt? Nicht fast. Weil ich das Handy wieder in der Hand hatte. Sagt denn überhaupt die Uhr? Oh, noch 6 Minuten. Uiuiui. Das ist uns ja beeilen, dass wir irgendwie noch an eine sinnvolle Stelle kommen. So hier nach links. Weil ich weiß noch nicht mal den richtigen Weg. Am besten wir locken auf irgendeiner Brücke aus, notfalls. Das geht auch. Hallo. Ich habe ihn gegen das Bein gehauen, deswegen ist er jetzt leicht zur Seite gerüpft. Kampfmusik kann man irgendwie nicht nachmachen beim Morwein. Ach, es ist wieder ein Vogel über uns. Ich sehe es am Schatten und hat mich auch schon gehauen. Hier lang? Der wird davon. Genau, der kriegt davon dieser Waffe keinen Schaden. Dann nehmen wir kurz die Axt. Kitzeln ihn tot. Raus geht's, wir treffen ihn. Ach, er ist tot. Der Balken war aber noch gar nicht weg. Egal. Deswegen war ich verwundert, weil der Balken noch da war. Also der normalerweise... Ach, keine Ahnung. Ich achte sonst gar nicht so genau auf den Balken. Der Balken ist übrigens unten links. Das ist so ein kleiner gelber Balken.
über den HP-Balken, auf den ich da immer gucke. Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Wir sind aktuell hier. Wir müssen gleich über die erste Brücke, die wir hinten finden. Hier hinten müsste gleich eine Brücke kommen. Und wir brauchen wieder die Waffe mit Feuerschaden. Das Ziel hat der Magie widerstanden. Und trotz dessen, dass es der Magie widerstanden hat, bekommt es Schaden. Sind das auch schon der nächste? Spielen wir eigentlich immer noch mit immer bester Angriff? Optionen, Steuerung. Nee, oder was war das denn allgemein? Ja, wir spielen immer noch mit immer bester Angriff. Okay. Das macht doch um einiges viel leichter. Also nicht, dass ihr euch da mal wundert, dass es vielleicht für euch schwieriger ist. Also wenn ihr nicht rafft, wie lange ihr die Maustaste gedrückt halten müsst, um starken Schaden zu machen, dann macht die Option immer bester Angriff an und die Sache hat sich. Weil ich hab's nicht verstanden. Also bis heute nicht. Nur so halb. Weil es ist soweit klar, dass ein kurze Maustaste geklickt halten, also ich klicke die Maustaste an, dass sie ganz schnell wieder los, so ein kurzer Klick, dass das wenig Schaden macht und wenn ich lange gedrückt halte, dass das viel Schaden macht. Aber es funktioniert nicht bei allen Mobs unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt sind wir über diese Brücke hier gelaufen, genau, und laufen jetzt hier lang. Hier rum. Und werden schauen, ob wir von hier unten irgendwie nach da oben kommen. Ja, wir laufen erstmal bei Darkoth Ur vorbei. Hoffentlich stehen da keine ultra starken Mobs davor. Ich hoffe, ich komme überhaupt hier hoch. Das kann ja auch sein, dass wir vielleicht irgendwo gar nicht hochkommen. Da hab's ja auch schon an der einen Stelle. Manchmal brauchen diese Klippenläufer, diese Vögel, Ewigkeiten, bis sie unten sind. Manchmal sind die so schnell unten, da ist man noch nicht mal 5 Meter gelaufen, ist ja schon da und kloppt auf einen rum. Okay, so, jetzt wollte ich... Ist es nicht zu erkennen, ist einfach gar nichts. Ich müsste an dieser Kreuzung stehen. Wenn ich an dieser Kreuzung gerade von da komme, muss ich hier nach rechts in diese Richtung. Erstmal tötet man hier die Ratte. Weil sie hat es verdient, sie ist so fett und hässlich. Kann man die auch mal töten. Jetzt müsste es hier zu Darkoth Ur gehen, richtig? Bin mir absolut nicht sicher. Es sieht nach dem richtigen Weg aus. Ja. Hier lebt Darkoth Ur. Und warum haben wir wieder Infight-Sound? Ich weiß es noch nicht. Ah, wegen dem Vogel hier. Okay. Also ein wenig Schiss vor der Festung, wo Darkoth Ur drinne lebt. Und uns greift auch noch irgendwas anderes an. Ach, dahin. Wo kommst du denn her? Den hab ich gerade gar nicht gesehen. So. Ist hier alles weg. Und das sieht so aus. Jetzt würde ich hier, wenn ich Pech habe, nicht mehr rauskommen. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Dann laufe ich doch lieber außen lang. Dann habe ich ja das Problem, dass ich jetzt dann gleich... Ich stehe jetzt hier oben. Hier geht es nicht runter. Von hier geht es wahrscheinlich runter. Da geht es vermutlich auch nicht hoch. Ich werde das rausfinden. Ich werde jetzt hier runter hüpfen. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten in diese Richtung nach rechts. Hier lang. Und schauen, dass wir hier den Weg finden. Das ist die erste Brücke. Das ist noch nicht die relevante. Er hat mich gerade zu doll gehauen. Tatsache. Ich habe mich gewundert, warum das so gebumst hat, aber es war wohl er. Das ist noch so eine kleine Brücke, die ist nicht relevant, wie gesagt. Hier kommt jetzt diese Brücke. Und hier ist die Frage. Hier möchte ich eigentlich nicht über die Brücke laufen, sondern möchte eigentlich unter dieser Brücke durch. Und will eigentlich... Notizabbruch, Weltkarte. Hier hoch zu Darkoth Ur. Aber ich kann die Brücke auch weiterlaufen. Ich bin jetzt an dieser Brücke. Ich laufe die mal weiter und schau mal an, wo ich dorthin komme. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Ich meine, mehr als der absolute Müll kann es nicht sein. Wir haben uns schon wieder hier
Mobs verfolgen. Und das Ausloggen auf der Brücke wird wahrscheinlich auch wieder äußerst gefährlich. Aber mir bleibt ja keine Wahl. Was ist mit dem hier? Der hat sich da unten versteckt. Komm her. Stand gerade da kritischer Treffer und er hat keinen Schaden bekommen. Und die halbe Stunde ist rum. Okay. Dann, ich habe gesagt, ich locke auf der Brücke aus. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, den Vogel, den müssten wir noch mitnehmen am besten. Ne, der ignoriert uns. Okay, dann locken wir hier auf der Brücke aus. Kommt der jetzt noch? Komm, du willst mich doch angreifen. Ich sehe es doch. Ne, er will nicht. Na gut, okay, dann ignorieren wir den jetzt. Wir locken hier auf der Brücke aus. Nächste Folge gehen wir also, für euch relevant, gehen wir also nach hier unten zur Ordosal. Da laufen wir entweder hier unten so lang oder wenn das nicht klappt, laufen wir hier einmal außen rum. Uns bleibt ja dann keine Wahl. Das probieren wir aber erst aus, wenn wir hier sind. Wenn wir Pech haben, sperren wir uns hier unten noch ein und machen dann ein Riesendrama draus. Wie gesagt, das sehen wir aber erst dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ich mache da was Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö.